In der Schweiz kündigt sich eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen an. Der Bundesrat will dazu heute entscheiden. Schweizer Medien zufolge drängt Gesundheitsminister Alain Berset auf einen harten Lockdown. Demnach könnten alle Läden, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, schließen und Menschenansammlungen von mehr als 10 Personen in der Öffentlichkeit verboten werden. Zudem könnten private Treffen auf maximal 10 Personen aus 2 Haushalten beschränkt werden. Berset will laut Berichten zudem eine Homeoffice-Pflicht und Maskenzwang in Innenräumen. Ob es für alle Vorschläge eine Mehrheit gibt, ist nicht klar. Die Corona-Regeln sind in der Schweiz bisher relativ locker. Dabei verbreitet sich das Virus im europaweiten Vergleich schnell. Die 7-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infizierten, lag laut Berechnungen des SRF bei rund 255. In Deutschland liegt sie laut RKI bei 155. Der Trend bei den Neuinfektionen ist generell rückläufig. Zuletzt gab es 2.851 neue Fälle. Schweizweit wurden bereits Dutzende Infektionen mit dem zuerst in Südafrika und Großbritannien aufgetauchten Virusvarianten nachgewiesen.